Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu den Ender Games. Oh, ich muss hier mal gucken mit der 5. Wir spielen Ender Games, ja, mit dem Kid Delfin. Und diese Map ist Swampland. Ja. Den Delfin haben wir auch richtig lange nicht mehr gespielt. Wow, wir haben nur Enderperlen bekommen. Gut, und zwei Feuersteine brauchen wir nicht. Der Delfin. Oh, hier ist schon viel Wasser. Der Delfin kann mit einem Doppeljump im Wasser doppeljumpen. Der Delfin ist quasi das Känguru nur am Wasser. Und er bekommt im Wasser mit der Zeit Fisch. Das heißt, man sollte auch keine Essensprobleme haben. Auch wenn Fisch nicht der beste Nahrungslieferant ist. Aber immerhin kriegt man Fisch. Und das ist schön. Und hier schön viel Wasser sehe ich. Das ist auch alles schön. Das ist alles super. Und zudem hat er diese hübschen türkisen Schuhe. Steht das da? Nee, Lederstiefel gefärbt. So, und er kann natürlich unter Wasser atmen. Das heißt, man kann auch Fallen unter Wasser bauen. So. Ja. Nur muss man als Delfin halt an Land gehen, um Holz und sowas zu holen, weil sowas gibt es leider nicht im Wasser. Und ich hoffe, man hört die Leertaste nicht zu doll, wenn ich sie hier die ganze Zeit drücke. Ich denke aber schon, obwohl ich schon so eine Tastatur habe, die leise ist. Hallo. Ich bin ein Delfin. Haha, du hast mein Goldschwert. Den töten wir. Den kriegen wir. Den kriegen wir. Leute, den kriegen wir. Stirb, stirb, stirb. Den haben wir besser gekriegt. Auch wenn er eine Rüstung anhat, den haben wir gekriegt. Hä, der hat ein Eisenschwert? Habe ich das richtig gesehen? Warte, wir hauen mal schnell ab, weil da noch ein anderer war. So, bye bye. Wir haben genug Fisch. Als Delfin muss man Fisch essen, um zu überleben. Ne, war nur ein Goldschwert, okay. Goldschwert. Ja, keine Ahnung. Kann auch weg. Wir brauchen kein Goldschwert. Was wollen wir mit dem Goldschwert? Wieso macht sich überhaupt jemand ein Goldschwert? Oder hat jemand getötet? Ne, das war ja gleich am Anfang. Das heißt, er hat keinen getötet. Weil wie heißt der? Nicht der Tracker, sondern der Zielsucher, der hat ja von Anfang ein Goldschwert. Was hat der für ein Schwert? Ein Ei, ein Holz, nee, was hat der für ein Schwert? Jedenfalls was Besseres als ein Holzschwert. Jo, haben wir den auch. Nein, ein Steinschwert, ja gut. Gut, ein Steinschwert ist natürlich auch gut. Und wir fühlen uns sicher hier im Wasser. So, sollten wir das auf jeden Fall ausrüsten. Die Axt brauchen wir nicht. Obwohl, oh, die Axt wäre eigentlich ganz cool gewesen an sich. Naja. So, nächster Spieler ist hinter uns. Jetzt hat er gesehen, dass wir ein Delfin sind. Und ist deswegen schnell weggelaufen, oder was? Nee, er ist hier unten drin. Oder was? Ja, er ist unter uns. Hier hat jemand sein Zeug verloren. Gut, nehmen wir das alles mit. Wo er wohl sein wird? Er ist unter uns auf jeden Fall. Ah, nein, er ist hinter uns. Wieder voll erschrocken. What the fuck ist los? Hier, ich habe ein Steinschwert. Zack, zack. Hat die aber auch erwischt. Oh, da ist schon der nächste Spieler. Okay, wir. Nein, da ist der. Oh, weia. Ist das auch ein Delfin? Nee. Gut, dann ziehen wir die Goldschuhe an, da wir jetzt wissen, dass sie einen halben Punkt mehr Rüstung geben. Hier haben wir ein Eisenschwert. Ist der nächste Spieler in der Nähe? Nee. Gib mir das Eisenschwert. Hä? Okay, buggt anscheinend nur rum. Das ist da in Wirklichkeit gar nicht. Oder wir haben schon eingesammelt. Nee, haben wir nicht. Ja, keine Ahnung. Egal. Wir haben auf jeden Fall eine Goldhose mitgenommen. Goldhosen sind schön. Wenn wir noch einen Diamant finden sollten, dann würden wir auch mal ein Diamantschwert machen könnten. Können. Das ist der nächste Spieler. Der macht irgendwas anderes, aber nicht das, was er tun sollte. Und das ist unser Untergang. Scheiße. Wie kommen die Dinger hier hoch? Nein, das war nicht gut. Na gut, spielen wir gleich noch eine Runde mit dem Delfin. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis jetzt. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde. Wieder als Delfin. Ich muss hier mal schnell wieder alles anmachen. So, in 10 Sekunden geht's schon los. Das ist das Biom Beach. Beach, glaube ich. Ist wahrscheinlich Beach. Ich weiß es nicht. Ich merke mir das doch nicht. Oh, hier, TNT. Oh Mann. So, hätten wir ein. Oh, meins, 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 alles meins. Alles meins. Njam, njam, njam. Der wird wahrscheinlich gleich eine Workbench dahin packen. Dann nutzen wir die einfach mit. Ich hoffe, er nimmt jetzt nicht mein Holz weg. Er hat mein Holz weggenommen. Wieso? Nein, das war mein Holz. Mein Holz. Ich werde ihm jetzt noch ein Holz geben. Meins. Danke. Oh, er hat seine Working Bench mitgenommen. Ach man, wieso macht man sowas denn? Da ist gerade irgendeine Kiste gespawnt.
Der hinten, ich glaube, die ist noch frisch und neu. Unbenutzt. Na, ja, okay, ist doch benutzt. Gut, war sie halt doch benutzt. So, ich glaube, wir brauchen ein Holzschwert, damit wir uns überhaupt irgendwie schützen können. Und drei Brote. Ja, drei Brote. Nehmen wir die wieder mit, weil im Wasser gibt es nicht so viel Holz. Und kein Holz im Wasser ist doof. Der will uns töten, dann laufen wir einfach schnell weg. Bye bye. Ich bin nämlich ein Delfin. Haha. 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 Ja, jetzt folgst du uns nicht mehr, ne? Hier komisch. So, da sind wir doch schnell weggelaufen. Da gut, dass wir unsere Working Bench mitgenommen haben. Warte, wo ist der nächste Spieler? Kommt der näher? Nein. Dann können wir uns ein Dia-Schwert craften. So, dann kann das raus. Werfbarer Trank der Schnelligkeit könnten wir auch gebrauchen. Und dann haben wir keine Rüstung außer unsere Schuhe, war ja. Naja, gut, dann kämpfen wir trotzdem gegen den nächsten Spieler. Der scheint da hinten zu sein. Und der hat nur eine Axt. Ist es ein Holzfäller? Und er craftet gerade. Wir schleichen uns mal ganz sneaky an und dann ist er tot. Haha! Und deine Working Bench nehmen wir auch noch mit. Wenn wir jetzt einen Assassin, dann wäre er sogar noch schneller tot, aber sonst bringt der Assassin auch nichts. Oh. Oh. Gut. Wasser? Irgendwo Wasser in der Nähe? Nicht? Wir haben noch den Speedblock. Naja, dann machen wir uns einfach ganz viele Working Benches, dann aber vier und dann können wir uns auch so einen Helm craften. Einen Eisenhelm. Das ist doch schön. Und wir haben. Ja, wir haben einen Bogen. Nehmen wir wieder mit. Ne, alle guten Dinge sind drei, wir brauchen den nicht. Drei Working Benches sind genug. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwie runterkomme oder ohne Leben zu verlieren. So. Das ging doch klar. Den Speedblock nehmen wir mit und dann können wir zum nächsten Gegner einfach mal vorpreschen. Haben wir eine Enderperle? Nein, wir haben keine Enderperle. Der sollte trotzdem kein Problem sein. Obwohl, ist das ein Känguru? Scheinbar nicht. Wir haben Speedblock. Ist nur ein Barbar. So, haben wir den auch erwischt, während er die Kiste gelootet hat. Das sollte man sowieso nie tun, ohne auf den Kompass zu gucken. Einfach eine Kiste looten. Vor allem nicht, wenn der Gegner ein Killer-Delfin ist mit einem Speedblock. Was haben wir hier? Noch ein paar Pfeile. Das ist schön. Kommt der näher? Der kommt nicht näher. Können wir hier mal seine Sachen anziehen? Oh, werfbarer Trank des Schadens. Ist auch schön. Und wir haben 5 Diamanten. Na gut. Und 2 Level haben wir auch. Das heißt, wir werden, obwohl da rechts der Gegner zu sein scheint, kurz unseren Bogen verzaubern. So, Stärke 1. Sehr schön. Da ist er schon. Hi. Guck mal, ich habe einen Bogen auf Stärke 1. Ah ja, komm. Komm her, ich habe ein Dia-Schwert. Und du hast auch eins, aber hast es irgendwie nicht ausgerüstet? Was soll's? Was soll's? Dann alles rausmachen. Ja, raus, 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 raus. Die nächsten Spieler waren ja ganz weit weg, so wie ich das gesehen hatte. Brauchen wir alles nicht. Alles weg. Alles weg. Alles. So. 6 Diamanten. Das ist recht schön. Der nächste Spieler kommt gefährlich nah. Wir sollten vielleicht auch mal wieder was essen. So, wir haben. Oh, Schadenstränke, mit denen ich sowieso nie treffe. Ne, haben wir beide nicht getroffen. Da war ein Spieler genau neben uns. Deswegen laufen wir lieber mal schnell weg. Hier ist noch ein Schadenstrank. Oh, ganz viele Schadenstränke. Wo ist er hin? Da hinten. Wollen wir mit gegen den kämpfen? Ich weiß nicht. Ja gut, ich bin zu schlecht im Bogenschießen. Hast du gerade ein Ei gelegt? Ja, hast du das gemacht? Oh, ja, fein. Komm, jetzt werfen wir ein Ei einfach auf den. Wo ist der? Da hinten. Ha! Schade. Okay, der wurde getauscht und der ist schon tot. Na gut, der hat auch irgendwie gar nichts. Aber hinter uns ist einer. Wir müssen. Hä? Hä, was ist mit der? Ach nee, das ging einfach nur in die nächste Zeile, weil der so einen langen Namen hat. Guck, ich dachte, der wäre nur 10 Blöcke weg und dann war er plötzlich 100 Blöcke weg. Das war sehr merkwürdig gerade. So, das kann alles weg. Diese doofen Eimer brauchen wir auch nicht. So, vielleicht sollten wir wieder was essen. Was haben wir sonst noch? Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Wir sollten uns eine
So. Und so, wir haben ja keine Äpfel, das heißt, wir können das so machen. Oh nein. Gut, der war schon angeschwächt, wie es scheint. Nächster Spieler kommt gefährlich nah. Wir müssen hier schnell alles aussortieren. Weg, 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 weg. Oh, da kommt er schon. Gut, wir hauen erstmal ab. Der weiß, dass wir angeschlagen sind, obwohl wir nicht angeschlagen sind. Aber der hat eine Full Dia. Nee, der hat auch noch Eisen. Oh mein Gott! Gut, hier, nimm diesen Trank. Und lass mich mein Schwert ausrüsten. Oh mein Gott, wir werden sterben. Ja. Gut, das war sehr schlecht gekämpft. Aber sollte lang für die zweite Runde. Ist das jetzt schon der Fa ja, ist der Final-Kampf? Ich habe nur gesehen, oh, da war ein verzaubertes Dia-Schwert und dann bin ich dazu langsam hingegangen. Sind die weit weg? Sind die sehr weit weg? Wo ist der? Der ist hier. Wo ist der andere? Der ist. Sind auf jeden Fall beide auf dem Sand. Kann man die irgendwie sehen? Okay, er läuft aber vom Sand weg. Heißt das, die kämpfen jetzt erstmal nicht gegeneinander? Doch, da kommt der nächste. Schauen wir mal diesen epischen Battle zwischen zwei Typen an. Der eine hat eine Dia-Brust gerade gemacht. Na, wer wird gewinnen? Hätte ich meine Pfeile so draußen gehabt, dann hätte ich sie auch so verschossen. Das ist viel cooler als mit dem Bogen. Aber naja. Oh, episches Battle und der läuft in die Lava. Nein, doch nicht. Black Diamond PvP spielt anscheinend sehr auf PvP, sonst hätte er kein PvP im Namen. Da-da-da-da. Ich glaube, Black Diamond liegt in Führung. Und was tut er? Er läuft weg und isst einen goldenen Apfel, lässt den anderen aber entkommen. Denn er möchte erstmal selber vollrecken. Aber Monik gibt nicht auf und versucht ihn von der Ferne her zu schwächen. Hat es aber nicht geschafft. Sie wurden geswitcht. Und Black Diamond greift an und beide greifen sich an. Black Diamond hat besser gekrittet. Monik läuft wieder weg. Und wollte von unten angreifen, aber er hat es nicht geschafft. Das ist Black Monik in der unteren Position. Und er schießt wieder seine ganzen Pfeile lose auf ihn. Und das hat Monik ganz schön mitgerissen. Aber Monik ist ein Känguru und deswegen kann er weglaufen und das ist voll nervig. Black Monik versucht wieder mit seinen Pfeil und Bogen Schaden zu machen, aber er schafft es nicht. Und sie entfernen sich schon wieder. Ja, das ist echt nervig an den Kängurus. Die laufen einfach, sobald sie wenig Leben haben, laufen sie weg. Und man kommt ihnen nicht hinterher, nur mit Enderperlen. Oh, jetzt ist Monik aber in einer besseren Position. Und Monik hat auch gewonnen, obwohl er richtig viele Pfeile in sich drin stecken hat. Ich kann auch nochmal GG schreiben, warum nicht? Dich hätte er gut gemacht. Auch wenn er ein blödes Känguru ist. Ich mag Känguru nicht. Heck, yo, wahrscheinlich. Buh, 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 buh. Naja, GG an den Monik 2002. 2002, dann muss er ja voll jung sein. 12 Jahre? Oder 13? Vielleicht 13. Naja, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, liebe Leute. Mit dem Delfin, das ist wohl auch nicht mein Kit. Meine Kids sind echt der Hai und der Zielsucher. Und die Spinne. Die Spinne eigentlich auch. Obwohl ich mit der jetzt auch nicht so gut gespielt habe in den letzten Runden. Egal, egal. Bla 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 bla. Vielleicht hole ich mir bald ein neues Kit. Wenn ich mir ein neues Kit hole, dann den Skorpion. Ich glaube, ich brauche nicht mehr so viel dafür, weil wir können ja mal kurz nachgucken. Ich brauche noch 7500 Points. Dann kann ich mir den Skorpion leisten. Dann kann ich euch den auch mal zeigen. Oder ihr schreibt mir einfach in die Kommentare, was ich mir für ein Kit kaufen soll. Was für ein Kit ihr sehen sollt. Ich kann euch das mal zeigen, welche Kits ich habe. In hier Desert gehen wir einfach mal rein. Ich habe die Kits: Bogenschütze, Holzfäller, Jäger. Die hat ja jeder und Baba. Dann habe ich den Bomber, den ich aber nicht so mag. Kann ich aber auch mal zeigen. Dann habe ich das Känguru, den Hai. Den Zielsucher habe ich auf jeden Fall noch. Hier noch den Delfin. Die Spinne und den Zielsucher. Das waren dann, glaube ich, alle. Genau. Mehr habe ich nicht. Oh, die Katze wäre auch ganz cool. Katze oder. Na, wo war der andere? Wo war der Skorpion? Skorpion? Hallo? Skorpion? 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 Wo war der Skorpion? Da ist der Skorpion. Oder der Skorpion, weil der vergiftet die Leute. Das finde ich auch ganz cool. Zum Weglaufen und zum Angreifen ist das ganz cool. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.